Hallo und willkommen zurück zu Planetary Annihilation. Ich habe mir das Ganze hier mal ein bisschen im Sternsystem nochmal genauer angeschaut. Wenn man davon ausgeht, dass der Endgegner von drei Gegner-Sternsystemen umgeben ist, und hier sind jeweils drei Gegner, hier auch, aber das ist ja relativ noch die Nähe, dann könnte man vermuten oder erwarten, dass hier oder hier der Endgegner ist vom Blauen. Das heißt, es wäre vermutlich sogar ratsam, hier den oder den anzugreifen, wobei der einen Gasriesen hat mit mehr Metallplanetensystem, mit mehr Metallplaneten, weil nur wenn drei Planeten sind, dann hat man Chance auf die sechs Metallplaneten. Hier sind keine drei, von daher könnte man fast noch sagen, dass es wirklich hier ist, weil hier die Anliegenden alle mit dreien besetzt sind. Ah, das wäre jetzt alles eine Vermutung, die ich noch zu bestätigen hätte. Hier wäre wohl das objektiv Beste anzugreifen, weil Datenbankslot, dann hat man mehr Auswahl, was man mitnimmt. Vor allem auch nach dem Endgegner besiegen, wenn man dann Sachen wieder einsammelt für nächsten. Ansonsten, hier würde man drei freischalten, hat man nur zwei Gegner. Aber wie gesagt, ich erwarte nicht, dass hier daneben der Endgegner ist. Das heißt, ich sollte vermutlich wirklich erstmal hier angreifen und den zusätzlichen Datenbankslot freikämpfen. Sollte auf dem Mehrplanetensystem die Gegner anders verteilt sein, habe ich ja jetzt Luftwaffentechniken, Verbündeten und fortschrittliche Orbitaltechnik. Das heißt, ich hätte was, um auch einen langwierigen Kampf zu gewinnen. Ja, Effizienz und Speicherkompression sind jetzt nicht die besten, aber immerhin ein bisschen gut zum Ressourcenwirtschaft effektiv zu nutzen. Wir haben einen Gasriesen, wir haben orbitale Technologie, das heißt, zur Not können wir auch damit kämpfen. Schauen wir aber erstmal. Ich würde diesmal wieder so anfangen, dass ich mir eine Fahrzeugfabrik baue. Ich wusste es, hier irgendwo muss der Gegner sein. Also hier ist er. Ich würde mir erstmal eine Fahrzeugfabrik bauen. Auf meinem Planeten und dann rumrennen mit meinem Commander und währenddessen mit der Fahrzeugfabrik eben Zeug für Metall und Energie bauen. Damit ich eben was habe, selbst wenn gar kein Gegner auf meinem Planeten ist. Die andere Frage ist ja auch, wo landet mein Verbündeter? Landet er mit mir oder woanders? Wenn er mit mir landet, dann hätte man ja schon, dann wäre es ja fast ratsam, gar nicht erst was zu rumzurennen, sondern wirklich gleich auf Aufbau zu gehen. Und nur wenn der Gegner dann sich selbst zeigt, dann kann ich nochmal mit dem Commander losrennen. Die Frage ist natürlich, wenn dann alle drei sich zeigen, dann wird es ein bisschen spät sein, nochmal mit dem Commander loszurennen. Dann müssen wir die anderweitig besiegen. Aber das müsste ich jetzt alles mal spontan entscheiden und ich hoffe, ich treffe die richtigen Entscheidungen. Oh Mann. Das wird ein Spaß. Jetzt müssen wir auch schauen, sind alle drei Planeten landbar oder nur zwei der drei normalen Planeten nicht Gasriesen? Aber es scheint so, als wären alle drei landbar. Ja, genau. 42 Metall auf dem hier. Das ist ja fast schon. Aber der gefällt mir immer besser. Hier landen sie gerne, die Gegner, das weiß ich. Aber hier sind 42 Metall. Also rein von dem her würde ich wahrscheinlich hier landen. Aber ich habe nicht viel Metall am Startort. Wenn jetzt wirklich alle Gegner auch hier drauf sind. Na, ich muss mal gucken, ob mein Verbündeter, wie gesagt, hier ist. Ich würde wahrscheinlich trotzdem erstmal Fahrzeugfabrik bauen und dann rumrennen. Dann schauen wir mal, was hier ist, was hier los ist und wie die Situation ist. Unser Verbündeter ist nicht mit auf dem Planeten. Okay. Das heißt, die Gegner müssen auch nicht unbedingt hier sein. Wir bauen eine Fahrzeugfabrik und dann werde ich erstmal rumrennen. Weil wir ja keinen Verbündeten hier haben. Dann rennst du mal hier hin. Hier bauen wir drei solche und dann eine Unmenge davon. Die kann ich ja schon mal Patrouille schicken, aber die Konstruktionsviecher muss ich dann eben gleich losschicken zum irgendwas bauen. Spee, Panzer brauche ich jetzt nicht bauen, die sind nicht viel schneller als der Commander selber, da ich keine Geschwindigkeits-Upgrades und dergleichen habe, deswegen, ja. Wo ist eigentlich unser Verbündeter? Der ist hier auf dem Mond. Der hat den wenigsten Metallplaneten, aber das ist ja wie gesagt das, wo ich auch gelandet wäre, wenn es nur darum geht, dass ich und so. So, Commander, du kannst ruhig weitergehen. Halt dich mal hier an der Graslinie bei dem Metall, weil hier ist eine Menge Metall. Gucken, ob du wen findest. Wenn wir nämlich gar keinen finden, dann ist es ganz schön schlecht, dass ich jetzt rumgerannt bin. Oh! Gut, wir haben ihn gefunden. Dann war es ja richtig, was ich gemacht habe. Der ist ein Produktionstypi, kein Ressourcentypi. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, der Verbündete hat eine gute Chance, dass wenn er einen Gegner bei sich hat, dass das ein Ressourcentypi ist und der Verbündete dann gut gegen den ankommt. Der ist hier bei dem, okay. Ich lasse den. Oh Gott, da ist ein Flammenwerfer. Enemy
Halte ich mal an den seinen Commander. Wir müssen jetzt mal wieder weiter bauen in der Zwischenzeit. Hier ist dann noch einer, der hier mitmacht. So, du machst mal bitte orbitale Fabrik. Wir haben auf jeden Fall einen Gegner woanders. Aber unser Verbündeter müsste ja auch. Unser Verbündeter hat zwei Gegner da. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, den kriegst du, sehr gut. Gut, 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 gut. Sehr schön. Komm du mal zurück. Das können wir alles dann noch abholen, wenn es zerstört ist, so metallmäßig. Komm du mal zurück. Und hier ist jetzt kein Gegner mehr. Das heißt, wir hören damit mal auf. Du machst ja Metall hier überall. Das heißt, du machst jetzt mal bitte Flugzeugfabriken. Du musst ja eigentlich nicht zurückkommen, aber dann habe ich sie wenigstens alle auf den Punkt. Ach, nicht Flugzeugfabriken, nur eine Flugzeugfabrik, damit wir auf das erweiterte Zeug kommen. Du machst Orbital, genau. Hier machen wir zwei davon. Ach, wir machen drei, viere. Dann werden zwei hier das Metall für die Bäume einsammeln. Reclaim sozusagen quer über den Planeten verteilt. Der wollte schon Orbital bauen. Das heißt, bei unserem Verbündeten werden die auch Orbital bauen. Ich hoffe, der kann sich halten. Ich meine, er hat den guten Commander. Das heißt, der kann sich ewig lange verteidigen, so gesehen. Aber die bauen Orbital, wie man sieht. Hilf mal kurz. Und dann bauen wir hier verbessert. Komm mal hin. So. Du machst noch Energie, danach gehst du den Commander helfen. Der andere baut das. Flugzeug Nummer 2 geht bitte auch Metall bauen. Danach gehst du den Commander helfen. Alle danach den Commander helfen lassen, damit ich dann immer weiß, wo die sind. Darum mache ich das. Das nächste Flugzeug macht Reclaim. Quer über den Planeten verteilt. Und das letzte Flugzeug macht Reclaim, hier den gegnerischen Commander, würde ich sagen. Wobei ich da mal gucken muss, wie viel sich das lohnt. Ob ich wirklich so eine Metallkosten habe, wie es nötig wäre, damit es Sinn machen würde. Wir haben noch nichts, was die Energiekosten verringert, ne, von den Viechern. Ne, die kosten noch 900 Energie, das ist nämlich das Problem. Der Commander ist hier unten gestorben. Ihr baut das, genau. Hier bauen wir gleich mal ein paar davon. Ich hoffe, die sind dann noch nicht so weit im Orbit. Hier ist der Commander. Wir haben noch ein bisschen Puffer an Metall da. Damit verdienen wir ein bisschen mehr. Der baut aber nicht so schnell ab. Ne. Danach machst du hier mal Reclaim. Der andere reclaimt ja hier die Bäume, genau. So. Helfen die nur beim Bau hier oder helfen die beim... Nein, weiß ich nicht. Orbital Launcher online. Sehr schön. Jetzt machen wir das Ding fertig. Und dann bauen wir Energiesysteme mit dem verbesserten Bauflugzeug. Gen. Irgendwo bohrt einer. Ich hoffe, das stört nicht. Ich hoffe, die sind drüben nicht zu aggressiv. Mein Verbündeter scheint zu leben. Der Commander hat ja auch viele HP und sowas. Gut, 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 gut. Repariert jetzt alle den Commander oder wie, was macht ihr jetzt? Gut, das Ding ist fertig, sehr schön. Da kann man jetzt den ersten erstmal hier rüber schicken und solche Sachen bauen. Mach einfach, hast du was zu tun. Das erste verbesserte Flugzeug ist fertig, sehr gut. Du machst mal bitte Energie. Und hier hängen sich jetzt mal alle Flugzeuge ran. Das zweite macht dann Metallspots. Ich hoffe, das klappt so alles. Wir haben gerade keine Energie mehr, aber die bauen ja. Und das dritte macht dann Anti-Atom-Raketen-Abwehrzeugs da gelumpe. Warte mal, ihr könntet ja mal... Kommt mal alle her. Ihr macht mal orbitale Abwehr, weil wir haben noch das Problem,
dass die Gegner jetzt vermutlich schon im Orbit unterwegs sind. Und gerade um unser orbitales Produktionsding muss die orbitale Abwehr stehen. So, das heißt, ihr macht mal das. Wie gesagt, der nächste macht dann Metallspots. Oh, hier ist schon ein Gegner. Stimmt, ja, das kann ja auch noch sein. Ach Gott, damit habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ach nee, das kann man ruhig machen weiter. Aber hier müssen wir jetzt quer über den Planeten schicken. Die und die. Ne, dann machen wir hier nur Luftabwehr. Und dann müssen wir noch einen machen, der Bodenabwehr baut. Das heißt, du machst noch eine Panzerfabrik. Du wirst Metallspots bebauen. Ah, der kann sich hier voll niederlassen. Das ist jetzt schlecht. Wandel den mal um. Kriegst du das hin? Kriegst du hin, cool. Ist ja lustig. Und was baut der da jetzt? Der baut Energie. Da ist noch so ein Typi. Oh Mann. Wir müssen sowas hier bauen. In Massen. Und ich habe jetzt allgemein das Problem, dass ich noch nicht weiß, wie ich das jetzt hier mich dagegen verteidige. Ich sollte vielleicht meinen Commander dahin schicken. Der kann sich ja relativ gut verteidigen, außer gegen direkte orbitale Angriffe mit den verbesserten orbitalen Teilen. Das wird gefährlich. Ich könnte natürlich auch hier irgendwelche Raketentypen oder sowas bauen. Moment. So, du baust bitte nukleare Abwehr. Hier so hin. Und ihr hängt euch alle an den ran. Gut, kriegst du den? Nee, du bist selber noch am Arsch. Würde ich mal behaupten. Hier ist gar nichts los, war, aber da werden die sich auch schon hingeplatziert haben. Hingeplatziert haben. Du gehst mal hier alles töten. Du machst weiter Metallspots. Ah, du kriegst das hin. Wieso triffst du den nicht? Jetzt. Ach Gott, hier baut er schon ein Portal. Was zur Hölle? Also das muss ich im Blick behalten. Du könntest ja mal den umwandeln, weil wir haben gerade kein Metall mehr und du wandelst den relativ gut in Metall um. 50 Metall machst du plus, oder? Ja. Das wäre erstmal ein Vorteil. Ich muss nur sofort aufpassen, sobald er beschossen wird oder dergleichen. Ihr macht alle Energie, genau. Danach machst du mal weiter hier Energie. Weil das noch in Reichweite von der Anti-Nuklear-Missile sein müsste. Ihr hängt euch mal alle jetzt hier ran. Ihr baut ja die orbitale Abwehr, genau. Was machst du jetzt hier? Du baust hier so ein Teil, okay. Bisschen problematisch alles noch. Wie geht's unserem Verbündeten? Okay, der hat da ein Portal. Das heißt, der wird schon auf einem anderen Planeten drüben sein. Ich muss nur den Commander, darf ich nicht aus den Augen verlieren. So gesehen. Energie wird gebaut. Hier ist wieder so ein Typ. Okay, schießt du den ab? Gut. Das klappt. Versuchen wir mal hier zu landen aus irgendeinem Grund. Hier ist auch noch einer. Mist. Wo ist er jetzt hin? Gefährlich hier. Gefährlich, gefährlich. Mein Commander ist leider meine Hauptverteidigung gerade. Wie sieht das jetzt hier aus? Hast du hier schon was fertig gebaut? Ja. Unsere orbitale Fabrik sollte dann... Ach nee, wir können keine Jäger bauen, das ist ja Mist. Ach Gottchen. Du baust da Abwehr hin. Ihr hängt euch mal an den ran.
Gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Du baust Metall auf, damit wir wieder was haben, wobei wir gerade genug haben. Das heißt, du hängst dich mal daran und du baust mal noch eine Anti-Nuke. Oder zwei. Oder drei. Was vergesse ich jetzt? Hier ist wieder so ein Typ, okay. Okay. Du solltest doch eigentlich hier sowas bauen. Warum machst du das nicht? Ich brauche ein orbitales Radar, fällt mir gerade auf. Orbitales Radar, kannst du eins bauen? Nein, kannst du nicht. Okay. Bitte mal ihr beide herkommen und orbitales Radar bauen. Da. Du wirst mal kurz helfen und dann hilfst du wieder damit. Danach hängt ihr euch wieder an sonst wen ran. Und die, die hier die orbitale Verteilung gebaut haben, sind auch fertig. Das heißt, da bauen wir jetzt noch ein paar. So, und danach geht ihr ihm helfen. Was passiert hier? Nix mehr. Warum hängen die alle hier so doof rum? Ah, seltsam. Die haben Haufen solche Schiffchen und ein Radar. Was war denn da jetzt gerade passiert? Achso, wahrscheinlich im Planeten drin oder so. Haufen kleine Schiffchen, die hier was absetzen und so. Das wird gefährlich. Er hat hier schon wieder versucht, ein Portal zu bauen. Wer weiß, ob der schon irgendwo ein Portal hat. Oh Gott. Das wollte ich. Oh Mann. Das wird gefährlich. Das wird gefährlich. Ihr hängt euch mal alle an. Den hier an. Ich habe Angst, weil ich weiß, dass das schwere KIs sind. Und unser Verbündeter ist bald tot, ja. Die können eben auf alle Technologien zugreifen. Das ist das Gefährliche. Mal gucken, wie lange der hier überlebt. Ich meine, er hat noch keine Lebenspunkte verloren. Er hat aber auch keine Chance, solange er nichts produzieren kann. Wie sieht eigentlich das hier aus? Das greifen die nicht an, oder? Die haben da Radarviecher, aber die greifen das nicht an. Okay. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich dem helfen sollte unbedingt. Was ist denn hier schon wieder? Wird das gebaut? Nein, gut. Dann haben wir getötet, was auch immer das bauen wollte. Die Anti-Nukes werden so schnell gebaut gerade, das ist ja heftig. Ihr hängt euch mal alle hier ran. Und danach baut ihr Nukes anstatt Anti-Nukes. Was hält man davon? Macht mal die Ene fertig und dann bauen wir das hier. Stimmt, ich habe auf so einen verbesserten Flieger gebaut, sehe ich gerade. Das könnte hilfreich sein. Lass mal die doch mal über den Planeten fliegen und patrouillieren und dann sehen wir mal, ob die nicht irgendwo noch die Portale oder sowas wegballern können, die gerade gebaut werden. Weil da passiert ja öfter scheinbar. Hier baut schon wieder einer ein Portal, glaube ich. Häng dich mal an den ran. Der will dort wahrscheinlich ein Portal bauen. Nee, Produktionsanlage, okay. Ah, da kommen meine Flieger, geil. Flieg ruhig. Hast du keine Chance? So, du hast das fertig gebaut. Hilf mal hier einfach mit. Und euch schicken wir mal alle an den ran. Und euch schicke ich jetzt mal mit hier rüber, dass wir hier noch mehr produzieren. So, und dann... Nein. Naja, gut. Irgendwann schafft das den Weg dahin. Unser erster Atomrakete ist fertig. Lebt unser Verbündeter noch? Wahrscheinlich, aber nur noch mit seinem Commander, weil der Commander das Einzige ist, was hier Lebenspunkte ohne Ende hat. Frage ist natürlich, hat er hier noch seinen Commander? Das heißt, ich muss Radar bauen. Das heißt, ich nehme mir mal... Warte mal, wo ist er jetzt? Hier ist er. Komm mal hierher. Wir bauen mal eine verbesserte Produktionsanlage und bauen dann ein verbessertes orbitales Radar da drin.
Und dann schicken wir es einfach nur kurz rüber. Es wird zwar abgeschossen, aber dann sehe ich, ob der Commander noch da ist. Das ist das Wichtige gerade, was mich interessiert. Weil wenn er nicht da ist, muss ich ihn suchen. Also von beiden Gegnern, der Commander jeweils. Ihr habt doch gar nichts mehr drin, ne? Ihr schwebt nur hier rum. Naja gut, dann lasse ich euch hier rumschweben. Nuclear missile installation complete. Schön. Wir produzieren 1200 Metall. Du hängst dich mal hier ran. Ne, du hängst dich erstmal hier ran, genau. Haben wir bessere Abwehr hier auf dem Planeten verteilt. Zumindest gegen Bodentruppen. Kostet zwar wieder mehr Metall. Wie viel kostet das eigentlich? Zähne. Okay, ist nicht so schlimm. Gehen wir hier rüber, damit die Atomraketen in Ruhe bauen können. Boah, cool. Ja doch, der Kampf läuft besser als ich dachte. Das wäre, glaube ich, nicht so passiert, wenn ich jetzt angefangen hätte. Kann ich hier irgendwas? Ach, hier kann ich auch die Laserdinger bauen. Stimmt, ich erinnere mich. Wenn ich jetzt angefangen hätte mit, also ohne Verbündeten. Hätte ich keinen Verbündeten gehabt, wäre das Ganze noch ein ganzes Stück schlimmer geworden. Also ist jetzt nicht schlimm, aber es wäre dann schlimm geworden, sage ich mal. Das wäre richtig heftig geworden, glaube ich. Ihr seid fertig mit der Energie bald, wa? Ihr hängt an dem dran, ja. Ihr seid fertig mit der Energie, sehr gut. Dann mehr davon, weil ich weiß, dass wenn wir genug Atomraketen haben, wir 0, nichts Energieproduktion mehr haben. Und da der, die noch beschäftigt werden, die noch nicht so mit Atomraketen. Ist das jetzt seine Basis oder die Gegend? Ne, das ist seine, okay. Okay, der rennt da durch und zerstört alles. Das ist schon mal sehr gut. Schaffst du es zum gegnerischen Commander oder mir zu zeigen, ob der gegnerische Commander noch hier ist? Das wäre cool, wenn du es mir zeigen könntest. Der hat mehr Abschüsse als alle anderen hier, glaube ich. Nachher. Heftig. Du bist der, der die Missile Launchers baut. Genau. Ich könnte eigentlich ja auch den ganzen Planeten einfach zusetzen mit Atomraketen. Was der hier für Jäger rumschweben hat. Und ich kann keine Jäger bauen, keine Orbitalen, weil ich nicht hier normale orbitale Dingens habe. Bauen wir erstmal zwei Radare, genau, und dann bauen wir mal eine Hundertschaft davon. Alle zukünftigen Produzierten werden jetzt mal hier rangehen und das dem helfen. Dann zimmern wir die raus, wie nichts Gutes hier. Eins pro Sekunde oder so. Und dann einfach beim Gegner, selbst wenn sie sofort abgeschossen werden, ich habe so viele dann da, dass es mich nicht stört. So, die waren alle hier, ne? Der hat hier Verteidigung und der andere, wo ist der andere eigentlich? Vermutlich hier, wa? Aber hier hat er keine Verteidigung, das würde ich ja sehen. Ich flieg mal hier hin. Pack mir das auf die Minimap. Was er hier hat, sozusagen. Und danach schicke ich dich wieder zurück in meine Basis. Euch lasse ich produzieren für Patrouille. Und jetzt bin ich gespannt. Hier, so ist das. Gucken, ob hier der Commander ist oder nicht. Hier ist auf jeden Fall seine Basis. Der hat orbitale Abwehr, ist klar. Er hat ein Portal da, ist klar. Unser Commander rennt da durch. Der hat verbessertes Zeug da. Wie lange brauchen mein Viech? Da? Kein Commander detected, wa? Das war kein Commander da. Der wird jetzt sterben. Der Commander ist nicht mehr hier. Das heißt, der wird vermutlich hier sein. Wie sieht denn der Planet jetzt aus? Da ist aber nichts im Orbit, ne? Ach man, den hier will ich. Hier ist nichts im Orbit. Das heißt, wenn er ihn da drüben hat, der baut da. Okay, das werde ich sehen mit dem Moment. Hier baut er. Ich hole mir das mal. Die Minimap. So, jetzt wird er sich voll und ganz auf mich konzentrieren. Ich brauche dann den Radar, zweiten Satelliten, der hier war. Du bist noch voll, ne? Ja. Gut, dann fliegst du jetzt mal dorthin, wo das Vieh gerade ist, ne? Ja. Du fliegst jetzt mal hier hin. Und versuchst mal so lange zu halten, wie du kannst. Der produziert hier auf jeden Fall. Und sobald du dort bist, schicke ich dich wieder weg.
Wo bist du gerade? Das ist gerade eine blöde Perspektive, muss ich mal sagen. Okay, da fliegst du. Der versucht an der Wand bei mir abzusetzen, mal wieder. Du brauchst noch ein bisschen. Aber wir haben dich hier im Blick. Wenn da was ist. Gut, der hat wieder was abgesetzt. Okay, das stört mich nicht. Der baut dort. Okay, hier ist ein Commander. Hier ist ein Commander. Und zwar direkt. Direkt neben dem Portal dort. Hier hat er aber auch eine Basis. Das ist ein zweiter. Das sind zwei unterschiedliche. Hier ist einer der beiden Commander. Ich weiß es nicht, ob beide da waren. Ja, es waren beide hier. Der andere war hier. Okay. Ich weiß ja, wo ich meine Atomraketen aufballer. Außer der schickt die jetzt weg. Ich weiß nicht, ob die Quelle AIDA anders macht. Könnte natürlich durchaus sein. Machen wir jetzt hier mit. Ach, wir können ja, warte mal, die haben dort kaum Dingens Abwehr. Ich könnte doch die da drauf schicken jetzt. Warte mal, wir haben vier gerade mal. Wir haben auch kein Metall. Na doch, wir haben Metall, aber nicht viel. Zerstört er das Zeug schon? Ne, gut. Das wundert mich ein bisschen, dass die Quelle AI das nicht zerstört. Die soll doch so intelligent sein, wenn wir jetzt fünf. Wenn ich mir den Planeten angucke, der hat hier ein paar Abwehrflieger und hier hat er das Zeug. Okay. Wenn der jetzt wirklich hier war, könnte ich es ja fast riskieren, hier hinzufliegen. Oh Gott, das wird jetzt schwer. Die muss ich jetzt so gesehen verfolgen. Und genau auf den Commander dann zielen, sobald sie da sind. Das sind fünf Stück. Sobald sie da sind, den Commander anvisieren. Na, wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da kommen sie. Da ist er. Kommt alle auf den Commander. Der versucht abzuhauen. Ey, na, ich verloren, okay. Und noch ein Schuss. Gut, wir haben einen zerstört. Weg hier, weg hier, weg hier. Kommen wir an den anderen rein? Der andere Commander war an dem Portal. Da sind aber die Jäger. Das heißt, ich würde sie erstmal zurückschicken sogar. Gut, wir haben einen zweiten zerstört. Mit so einem strategisch klugen Angriff, würde ich mal sagen. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr mal hier helfen. Ich fand, das war ein guter Angriff, oder? Und ihr hier. Ja, er kann natürlich sich auch zurückziehen jetzt, das ist gefährlich. Ja. Ist extrem gefährlich, so gesehen. Das heißt, ich brauche genug von den orbitalen Fliegern, wenn ich, also diesen hier, wenn ich den one-hitten will. Das heißt, es wird nicht ganz so einfach. Er hat hier so einen Produktionstyp hier, interessant. Macht ihr nichts mehr? Na doch, ihr macht noch. So, da ist das Radar. Können wir mit anwählen. Und den jetzt auf die Gruppe 1 legen. Hier war er, am Portal. Meine Gruppe 1 fliegt jetzt dahin. Radar und die komischen Sniper-Typen. Zur Not zerstören wir halt nur das Portal, aber das wird nicht viel helfen. Aber meine müssen lang genug durchhalten, dass sie zumindest den Commander angreifen können. Da fliegen sie. Okay. Wird auf jeden Fall jetzt interessant. Wird auf jeden Fall interessant. Oh, wir haben fast 100% Effizienz jetzt. Komm, 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 komm. Ja, das Portal ist schon mal weg. Geil. Den kriegen wir. Yeah! Orbitaler Horror. Wie geil. Wir haben ihn. Gut, also so gut ist die Quelle AI nicht. Ich hätte gedacht, die würde meine Ressourcen auf dem Gasriesen zerstören und ich hätte gedacht, der würde mitkriegen, wenn ich so ein Zeug baue. Okay, der hat kein Radar oder sowas da gehabt. Aber dass er sich dagegen verteidigt und die Commander da nicht unbeschützt da lässt. Okay, unbeschützt ist es nicht, aber Zähne solche haben den ja fast gewonnen. Gut, die haben erstmal das Portal anvisiert. Return to War. Wir müssten jetzt ein Technologieslot freigeschaltet haben, richtig?
Sehr gut. Was haben wir jetzt hier für einen Gegner? Hier ist der eine Gegner. Das ist natürlich... Den würde ich mir fast aufheben, muss ich ehrlich sagen. Das ist der easieste Gegner, den man haben kann. Ich muss nochmal vergleichen, was haben wir für Technologien, die wir dadurch freischalten. Nicht viel. Das heißt, ich heb mir auf. Neuer Angriffspunkt woanders halt, ne? Wir müssen noch zwei Endgegner finden. Haben wir hier schon irgendwo drei Gegnerplaneten? Hier ist unser Unterkommandant. Komplette Orbitaltechnologie, die wäre fast zu schade zum Wegschmeißen, außer... Und so, ne? Hier sind drei Gegner. Könnte man fast hier jetzt angreifen, ne? Da ist komplette Fahrzeugtechnologie drin. Ich kann ja entweder nur den Unterkommandanten oder die komplette Fahrzeugtechnologie nehmen. Jetzt, um weiterzukommen hier in die Richtung, wo der Rote ist. Der Lilane wird dann irgendwo hier hinten sein. Das wird noch ein ganz weiter Weg sein. Da habe ich aber wahrscheinlich noch ganz viele Technologien, die ich unterwegs sammeln kann. Ich würde fast mal sagen, ich lasse es so, wie es ist. Denn diese OP-Verbündeten, weil die auch diesen starken Commander haben, sind ja fast schon OP. Habe ich schon gerade gesagt, ne? Die haben immer die gleichen Technologien wie ich. Das heißt, ich sollte vielleicht, wenn ich die Verbündeten alle mit dabei habe, auch noch sowas einsammeln, was dann die den Commander irgendwie noch stärkt. Oder eben die Produktion oder sowas. Keine Ahnung. Gut, für heute soll es gewesen sein. Ich habe jetzt nur mal ein bisschen überlegt und laut gedacht und so. Aber das macht man bei Let's Play, so habe ich gehört. Und wir sehen uns aber beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.